Hallo Jungs, ich habe es gerade auf Französisch gemacht und jetzt wird es halt auch auf Deutsch gemacht. Ich habe nämlich Fans in Deutschland, in Australien, wollte ich gerade sagen, in Österreich und in der Schweiz. Hier ist die 20 Stunde, also den Härtetest von 20 Stunden von dem meinem Axial Yeti XL als Kit. Wieso habe ich die Kit-Version genommen? Ist ganz einfach, weil ich gerne meine Karre zusammenbaue. Die RTR-Karosserie und die Reifen gefielen mir viel besser. Aber leider das Innenleben nicht. Das heißt, der kleine 15 Kilo Servo, der für den Axial Yeti normale Größe ausgedacht ist, hat nicht in so eine große Karre verloren. Und den Sidewinder von Castle Creation ist nicht schlecht, aber auch nicht das Beste, was man erwartet in so einem teuren RC-Karre, ganz einfach. Die Karre ist bei uns Frankreich für 930 Euro rausgekommen damals und für diesen stolzen Preis hätte ich gern einen Mamba 2.2 drin gehabt mit Monster 2 wasserdichter Regler. Hat aber Axial nicht gemacht. Deswegen habe ich die Kit-Version genommen. Ich wollte etwas ein bisschen mehr im Red Style, das heißt matt, die Schrauben wurden extra verrostet. Ich war sehr zufrieden mit was ich gemacht habe und bin immer noch sehr zufrieden, gefällt mir immer noch. Aber zu Karre zurück, also der Käfig, der ist sehr solide, der hat jetzt 20 Stunden auf dem Buckel, wie gesagt, hat überhaupt nichts gebrochen dran, hat keine Schraube verloren. Sehr wahrscheinlich, wenn ich dann natürlich ein paar die Schraube rausnehme, sind ein paar verbogen dran, das ist klar. Ist aber eine Kleinigkeit. Was ich anders gemacht habe, ist, dass ich die Karosserieteile von der Seite in den Käfig montiert habe, also draußen, damit man den Käfig ein bisschen besser sieht. Und habe den Dach umgekehrt montiert. Ja, das extra gemacht, habe nichts falsch gemacht bei der Montage. Ganz einfach, weil ich nie den Sinn gesehen habe, dass hinten dass man hinten Beleuchtung reinmachen kann und vorne nicht. Deswegen habe ich das Dach umgedreht und habe hier meine weiße LEDs reingemacht, 8 Stück. Also das Ding macht ganz normales Licht. Man kann also wirklich nachts fahren mit dem Ding und die LEDs sind voll geschützt von dem Teil hier. Also für mich hervorragend dieses Ding. Ist natürlich entsprechend schwer. Ist auch ein Grund dafür, dass die Karre 7 Kilo erreicht. Der Käfig allein ist von fast 1 Kilo schwer. Ist gerade so schwer wie eine Karo vom Baja 5T oder 5SC. Die Reifen von der Kit-Version sind der Hammer. Die RTR-Version habe ich jetzt erstmal im Probelauf hier auf meinen Zen. Bin auch zufrieden damit. Aber die haben also im Gelände gefahren, wirklich in Sandgruben, Steigruben, im Baugröll. Holz, also sind also durch alles durch. Die Reifen sind nicht aufgeschnitten, nichts kaputt gegangen, keiner ist ist aufgerissen oder aufgeblasen oder nichts. Die Felgen auch sind sehr solide. Die haben die gute Idee gehabt bei Excel, dass sie den Sechskant im Traxxas-Style gemacht haben, das heißt im Stern. Verhindert das auch, wenn die Felge sich ein bisschen löst, dass die Felge auf dem Sechskant rumdreht und dann am Arsch ist. Ganz einfach. Also hier auch Pluspunkt für Excel. Und man sieht dann auch, wenn ich weiterrede, dass Excel von der Konzeption her das Geld hinten mit dem Geld hinten angefangen hat und wie mehr sie nach vorn ging, haben sie gesehen, dass das Geld ausgeht für was das Modell kosten soll und dass es dann vorne ein bisschen scheiße geworden ist. Die Hinterachse extrem solide, braucht ihr nicht durch Aluminium ersetzen, ist nur schwer, bringt überhaupt nichts, ist Aluminium. Hat alles ausgehalten, kein Riss, kein Bruch, überhaupt nichts. Auch die Ausgänge sind immer noch absolut original und ganz. Ich hatte ein bisschen Angst am Anfang um das Differential hinten, weil da keine Zentraldifferential drin ist, sondern nur eine Rutschkupplung. Und mit der Plastikverbindung hinten im Traxxas-Teil.
Aber ich muss sagen, Axel hat hier was Besseres gemacht als Traxxas. Ich habe es persönlich noch also mit dem Kunststoffrohr ummantelt, aber die hintere CVD mit Teleskop ist immer noch die originale. Ich habe sie nicht gebrochen. Und ich habe mit dem Ding rumgesprungen, rumgekrabbelt, durch Flutter, Stei, alles Mögliche. Sie hat sich ein bisschen verdrillt. Man sieht hier ein bisschen Drall auf den Rillen, aber nichts gebrochen. Ob es jetzt ist, weil ich sie schon verstärkt habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es mich gewundert, weil ich habe natürlich schon einen Ersatz am Anfang gekauft im Fall. Und der Ersatz ist immer noch hier in meiner Schublade voll Original Excel verpackt. Also behalte ich auch das Ding mal so, bis es auseinanderfällt fällt und mache es dann erst, wenn es kaputt ist, was Besseres. Dann die Aufhängungsarme von hinten, also von der Achse, sind auch der Hammer. Die sind in meinem Kit ein bisschen verstärkt mit zwei Aluminiumstäben hier. Ist ganz gut, weil der Kunststoff kann ja schön abreiben überall. Hier auch ist Aluminium unnötig, wird nur ziemlich schnell kaputt oder abgerissen. Oder wenn es natürlich gefärbtes Aluminium ist, ist es dann schnell auf der Seite rot zum Beispiel und nicht mehr rot oder blau, nicht mehr blau. Also hier finde ich also definitiv Plastik ganz gut. Vom Chassis her selber auch ist nichts kaputt gegangen. Es hat sich nicht weggerissen, trotz dass das Ding also wirklich in alle Ecke geschleudert worden ist. Ich war nämlich mit 6S mit einem Hobbywing 1800 kV Motor drin, mit dem Sensor. Und also hat wirklich alles ausgehalten. Das Getriebe, Originalgetriebe, ist auch sehr gut. Was schade dran ist, es ist sehr laut. Das Getriebe ist sehr laut und natürlich auch die Rutschkupplung. Wir haben sie in 08 Verzahnung montiert, also wie Traxxas, selber Fehler. Gab noch aus Stahl. Die ganze also Übersetzung macht viel mehr Lärm als der Elektromotor selber. Ich wollte am Anfang in dieses Ding eine Soundbox reinmontieren, war einfach nicht möglich, weil der Lärm des Getriebe ist so groß, dass man die Soundbox gar nicht mehr richtig hört. Ist ein bisschen schade, aber nun ist das ja nur eine Kleinigkeit. Also hier eine kleine Verbesserung im Material oder in Verarbeitung wäre gut. Sonst alles okay. Das Getriebe seht ihr auch übrigens, ist innen wie neu. Das Ding ist so Flutter, Schnee, Wasser und alles Mögliche und es ist nichts, überhaupt nichts in das Getriebe reingekommen, was auf viele andere Karren nicht der Fall war. Chassis selber hat Excel sich nicht die Frage gestellt, wieso hat Traxxas oder Team Magic die Wanne umgekehrt gemacht. Heißt mit Getriebe hier drauf, Servo hier liegend oder sowas oder durch die Wanne. Das ist ganz einfach, liebe Leute von Excel. Wenn eine Wanne so rum ist, ist es eben eine Wanne. Und eine Wanne kann Wasser enthalten und alles, was da reinkommt. Und das ist ein bisschen scheiße, weil der Servo, das Getriebe, die Empfänger, die Bahnen alle im Wasser und Flutter. Natürlich ist die Empfängerbox mehr oder weniger dicht. Natürlich sind auch viele Empfänger jetzt wasserdicht. Die Servos auch, aber trotzdem badet hier alles im Flutter und Wasser und das Zeugs kommt hier nicht raus. Man muss wirklich alles auseinandernehmen. Und selbst dann, weil es ja ein Bienennest ist, ist es sehr schwierig völlig sauber zu reinigen. Die Akkufächer sind für mich definitiv zu klein. Standard 3S geht nicht rein, du musst da schon nur gewisse 3S nehmen. 2S ist natürlich kein Problem, aber es hat so viel Platz auf der Karre. Also, wieso nicht ganz einfach die Seitenfächer hier zu und das Akku oben rein? Hier die Zusatzhalterung hier weg, das Getriebe ein bisschen verschoben, korrekt montiert, ein bisschen anders. Hätten wir sogar Platz für 2x4S in der Karre, weil es ist 7 Kilo schwer. Also mit 8S und mit dem Motor, so ein 1000 kV Motor, 1200 kV, hätten wir dieselbe Geschwindigkeit aus mit 6S, aber ein riesen Vorteil vom Verbrauch her, weil mit 8S kann man Motoren haben, die mit 80 Ampere rumfahren, dieselbe Leistung haben als ein Mamba Monster, der 120 Ampere verbraucht, oder
Leopard-Motor, der 150 Ampere verbraucht oder was auch nicht noch was reingeht hier. Und mit kaum ein bisschen mehr Gewicht, also ich sag immer 1 S pro Kilo ist gut, aber ist auch nur persönliche Einsicht. Also auf jeden Fall ein bisschen größer Akkufächer. Und dann kommen wir eben zum Vorderteil vom Fahrzeug. Hier wurde das Zeug ein bisschen vermasselt. Fangen wir ein bisschen langsam an, was nicht so schlimm ist. Ah, bevor ich es vergiss, Motorhalterung, Getriebe, Motorbefestigung drauf, Motorbehalterung rein, Unterschutz, Oberschutz. Ein bisschen zu viel, also ein kompletten Sandwich hier aus 4 Teile mit 4 verschiedene Größe Schrauben. Unnötig, wäre viel einfacher, also es gibt viele einfache Wege, sowas zu machen, wie es viele andere gemacht haben. Draxxas, die Magic Sen, HPI, einfach auf das Getriebe in Aluminiumplatte, direkt draufgeschraubt, Motor direkt auf die Aluminiumplatte, bessere Kühlung, weniger Platz. Das Teil ist ziemlich groß und wie gesagt, braucht noch hier auf den Seiten noch eine Stützung, dass es nicht das Getriebe ausreißt mit der Kraft. Ist ein bisschen schade. Aber funktioniert. Ist klar, okay. Ist auch nie gebrochen. Motor hat sich nie versetzt. Also bin zufrieden, aber hätte gern ein bisschen was besser gehabt. Ist auch ein bisschen difficil. Ist ja klar, nach 20 Jahren Modellbau will man ein bisschen mehr. Also Vorderteil. Die vordere Stoßdämpferbrücke ist ziemlich weich. Hat natürlich deswegen auch alles ausgehalten. Bisschen steifer wäre besser gewesen. Die Aufhängungsarme original sind nicht gar nicht gut. Also die haben nach 20 Minuten beim ersten Akkupack auf eine gerade Strecke ist einer gebrochen. Ich habe zu viel Gas gegeben, das Ding ist hoch, aber gebremst, ist da runtergedonnert und da war der Arm futsch. In diesem Moment dachte ich, was habe ich da für einen Scheißkarre gekauft? Aber ich muss sagen, nachdem ich die mit 2 Aluminium-Ärmel ersetzt hatte, ist dann nichts mehr passiert mit der Karre. War wirklich sehr zufrieden. Es gibt natürlich in der Zwischenzeit von RPM Ersatzteile, braucht dann nicht gerade Aluminium nehmen, wenn ich es nicht gern habt oder wenn es zu schwer findet. Ich finde es auch immer zu schwer, persönlich Aluminium auf einer RC-Karre. Die Antriebswellen sind okay, die haben also die 20 Stunden sehr gut ausgehalten. Kaum eine Abnutzung auf den Dogbones. Zum Glück ist auf der Kit-Version Standard 1 zu 8 Montage drauf und nicht diese kleine Gewindearmament mit den kleinen M5 oder M6 oder was es auch sind, Schrauben drauf, was ich gar nicht mag auf einer RC-Karre. Andere Problem ist hier beim Vorderteil, habt ihr hier die Top Plate, die dann mit dem unteren Bulkhead hier ein Sandwich macht. Problem ist, dass hier dieses Teil ist zu wampig und dann reißen sie hier die Schrauben raus. Problem ist, dass natürlich die Gehäuse zu klein sind, um M4 reinmachen zu können. Die einzige Lösung ist dann komplett durchbohren komplett durch die Schrauben mit Nilstop und drauf ist das einzige, das es gibt. Oder natürlich auch ein Aluminiumteil drauf, kostet aber auch wieder 40, 50 Euro mehr. Ist auch wieder viel schwerer, das Teil wiegt ja überhaupt nichts. Also hier wäre was Besseres nötig von Excel. Und Hauptscheiße-Punkt von dem Excel Yeti ist, also XL-Version, ist die Lenkung. Die Lenkung ist ganz klar für mich eine 1 zu 10er Lenkung, keine 1 zu 8er Lenkung. Hier vorne sind 5 Zentimeter in der Länge und 20 in der Breite verfügbar für eine gute Lenkung montieren und die haben alles vermasselt, verquetscht und haben so eine Miniaturlenkung aus so Gummikunststoff reingemacht. Mit der Originallenkung bringt die Karre fertig mit der Kraft, die auf die Welle kommt, dass die Räder sich nicht mehr parallel verhalten. Ihr könnt beim Gas geben, reißen sich die Räder auseinander. Beim Bremsen fällen sie zusammen, so weich ist das hier, das originale kleine Kunststoffteil, das ich hier mit Aluminium ersetzt habe. Leider gibt es nicht viele Ersatz, es gibt ein oder zwei Hersteller und es gibt zu wenig Platz hier für was Besseres machen als das hier. Ich habe es allerdings ein bisschen geschafft, dass die Lenkung ein bisschen mehr auslenkt als original, weil der Wendekreis ist Katastrophe bei dem Ding, also auf Asphalt jetzt oder so,
Im Gelände spielt es natürlich nicht so eine Rolle. Wenn man schneller fährt, rutscht der Hinterteil halt nach. Aber beim Krabbeln ist das Problem.